Okay, Alexim und Half-Dead gegen Del Campo und Puego Elo. Ja, haben wir hier Sephiroth und Samus. Nee, warte, wir haben den Seth bekommen auf Random von Puego Elo. Seth nicht so ein einfacher Charakter zu spielen, auch sehr leicht. Könnte ein Double zu viel sterben. Ja, mal gucken. Also immer noch der Del Campo DK. Dann bin ich mal gespannt, was Alexim und Half-Dead hier reißen können. Natürlich kennt Del Campo den Inkling sehr gut. Ja. Ja, das ist auch immer ein okay. Was ist denn hier? Half-Dead. Ich weiß nicht, ob da. Ein bisschen aus den Augen verloren. Okay. Also ich da schon jetzt direkt nochmal runter. Hat gefragt, irgendwie Steuerung falsch ist oder irgendwas, aber dafür sind wir auch schon ein bisschen zu weit im Game drin. Ich glaube, er dachte, er wäre. Ja, einfach verwechselt. Beide hier mit dem pinken Skin. Oh, nice. Double F-Smash. Schön abgestimmt. Killt zwar nicht, aber ganz guter Damage auf beiden gerade drauf. Ja. Oh ja, der DK, der macht auf jeden Fall gut Arbeit hier von Weber Campo. Ja. Den Kill hat er noch bekommen. Ja. Inkling auf 190% sieht man auch nicht oft, aber verliert natürlich nichts. Hat er seinen Teamkollegen mitgekillt. Ja, der Trade or Totemite. Wenn Weber Campo und Fuego hier spielen, ist es immer ein Free-for-All, basically. Er hat auch was. Also ich meine, so kann man auch spielen. Ja. Weil irgendwann passt man sich der Situation einfach an und dann kannst du so gut wie mit jedem spielen. Ja, auf jeden Fall. Hier auch schon wieder eben Half-Dead jetzt mit dem Team-Kill auf Alexim, aber hat Weber Campo auch noch mitgenommen. Aber ja, wir sind hier wieder beim Lead für Weber Campo und Fuego Elo. Und er hat auch einfach ein gutes Doubles-Team. Ja, auf jeden Fall hier Team Rot schon auf dem letzten Stock. Ja. Mal sehen, ob die hier noch etwas holen können. Obwohl Full Recovery. Ach, Smash geht noch nicht, war glaube ich der Horror-Spot. Aber ja, wird auf jeden Fall hier schwierig. Für Elo, wie man es kennt, am Smash Attack Spam. Heißt drauf, dass Seth eigentlich gar nicht so gute Smash-Attacks hat. Aggressiv von Del Campo, bekommt hier den Spike allerdings nicht. Ja. Aber da muss er schon noch einen SD machen und ja, okay, aber das wird es wohl gewesen sein. Ja, selbst mit Amos, die hier zone kann, ist das natürlich jetzt 3 Stocks gegen einen auf Kitzchen, das geht jetzt auch schon. Gut, also Del Campo, Fuego, Elo holen sich das erste Game. Ich glaube, der Gewinner von diesem Set ist im Loser Semifinals. Und warte da dann auf, ich schätze mal, mich und Squallen. Aber dazu müssen wir auch noch ein Set gewinnen. Das wird auf jeden Fall dann auch interessant. Ja, wir spielen das heute das zum ersten Mal mit der Top-12-Regel. Also wir machen praktisch, dass die Top 3 in den Pools weiterkommt. Ins Final Bracket. Die starten dann schon im Losers zwar, aber ja, mal gucken. Aber das ist auch cool. Die haben dann sozusagen nochmal so einen Last Chance Qualifier um die Top 8. Ja, wenn genau. Wenn man Dritter geworden ist im Pool. Auf jeden Fall auch ein cooles Format. Ich bin gespannt, weil Squall meinte auch eben schon so, dass er, falls er jetzt, also wenn es so läuft, wie er sich das denkt, wird er Dritter im Pool und verliert dann in Top 12 praktisch direkt und ist dann nicht auf der Grafik drauf und kann auch nicht Silberbracket mitspielen. Mal gucken. Ist das der verwunschene Platz? Ich weiß nicht. Er soll ein bisschen mehr Confident haben. Er ist wirklich gut geworden. Das heißt, selbst wenn er Top 12 nur im Loser startet, kann er da noch einen guten Run machen. Ja, ich meine, er ist auch schon besser also platziert gewesen noch als der Siebter. Er ist Fünfter schon mal geworden, mindestens. Ja, und auch im Pool alles möglich. Hat auf jeden Fall auch schon mal seinen Pool gewonnen. Vor kurzem hier bei Nitz. Okay, also Del Campo hier gerade auf jeden Fall schon seinen ersten Stock verloren. Ja, also Bebe Campo auf Roy habe ich auch so noch gar nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob er den gepickt hat oder random hatte. Oh oh. Oh, ja. Hier werden auf jeden Fall Smash Attacks gedrückt. Der Stick. Ja, Ilo auf der Zelda. Ja, weiß auch nicht, ob er schon mal Zelda gespielt hat. Nicht der beliebteste Charakter unbedingt. Ich glaube, das war Scouty, der Zelda gespielt hat. Ich glaube eher nicht so, aber er kennt Zelda auf jeden Fall. Okay. Er weiß ja auch, wie es ist zu zone so ein bisschen. Deswegen, mal schauen. Bin mal gespannt. Letztes NDZ war wieder crazy einfach.
Also auch so von den Ergebnissen her und alles. Du hattest Rufen besiegt, ne? Genau. Ja. Genau, das war das, wo ich gegen Nice Face noch den Win hatte. Ja, stimmt. Das ist echt stark. Und dann natürlich Beißel hat gewonnen gegen SDM. Ja, auch crazy. Ja, das war auch krass. Halt auch das Grand Final hat ja da Fung nochmal resettet gegen Beißel. Konnte dann leider nicht den Sieg holen. Hast du auch ein sehr spannendes Grand Final. Haben wir auch schon teilweise anders. Mhm. Wer hat denn... Ach, im Losers hat Nice Face gegen... Oder wer hat SDN... Nice Face hat SDN rausgehauen und Losers war auf Game 5 und hat dann gegen mich Game 5 verloren. Eben gerade die Downbeat gut getroffen. Ja. Aber erst der erste Stock, den Fuego Elo hier verliert. Er ist hier ein bisschen am Campen mit der Zelda. Funktioniert auf jeden Fall gut. Oh ja, kann sich immer hinter dem Gerät da verstecken. Ja. Ich bin mal gespannt, wie Beber Campo und Fuego Elo sich schlagen, wenn sie jetzt mal auf zum Beispiel so ein Double-Team wie Squallen und dich stoßen. Ja. Und dann auch mal ein bisschen ernster machen müssen. Ja, genau. Also ich glaube schon, dass die gewinnen. Ich glaube, das letzte Mal haben die ernst gegen uns gespielt. Und okay. Also war jetzt nicht Stomp oder so, aber die haben halt schon gewonnen. Ja, sind auf jeden Fall ein gutes Team. Haben jetzt auch schon top 3-4 Mal geteamt. Das hilft ja auch immer. Oh, die Down wie hier. Smart. Okay. Ah, ja, oh! Ja, oh. Also wenn Bebel Campo jetzt stirbt, dann ist das halt eine Zelda, wo wir nicht... Okay. Ja, das kann man noch überleben. Nein, leider nicht. Nein, leider in die falsche Richtung. Ja, okay. Ich glaube, das hätte noch gereached, wenn das in die richtige Richtung gemacht hätte, aber ja, schade. Hätte auf jeden Fall nochmal spannend werden können. Ja, ich dachte schon, vielleicht so mit den richtigen...